Abschiedsfest für den scheidenden Sportvorstand der Wiener Austria, Thomas Paritz, im Festsaal des Wiener Rathauses. Eingeladen hat der Kuratoriumsvorsitzende der Wiener Austria, Bürgermeister Dr. Michael Häupl. Ich habe ihn ja noch gekannt, als er Spieler war. Und daher als Spieler, vor allem in dem ja heute durchaus erwähnten 100-jährigen Sturm der Wiener Austria, der einer der erfolgreichsten in Wirklichkeit gewesen ist in unserer Geschichte. Natürlich bis hin zum Sportmanager. Und der Weg ist natürlich weit und das ist auch eine sehr, sehr unterschiedliche Aufgabe, denn es ist schon immer extrem unterschiedlich, ob man Spieler ist oder Trainer ist, aber Trainer und dann Manager. Seid Sportverantwortlicher in einem Betrieb, der immerhin eine Bilanzsumme hat von 17, 18 Millionen Euro. Das ist ein gehobener Mittelbetrieb nach österreichischen Maßständen. Das ist schon eine gewaltige Schritte und er hat alle diese Elemente mit Bravour gelöst. Das ist wirklich, wenn man rein nüchtern Erfolg zieht, also eine Bilanz zieht über seine Erfolge, Erfolgsbilanz zieht, dann ist das großartig, wirklich großartig und er hat sich das mehr als verdient. In welcher Funktion war Ihnen am liebsten, als Spieler, als Trainer oder jetzt als Funktionär? Also ganz ehrlich gesagt, mir war er am liebsten persönlich. Also wenn wir so beieinander gesessen sind, im kleinen Kreis oder zu zweit und man sich da austauschen konnte mit ihm, ich war mein ganzes Leben lang Fußball interessiert, selber der einst als Junge, aktiver Fußballer, mein Herz ist extrem fußballaffin und violett. Aber das waren mir eigentlich die liebsten Momente. Ich meine, natürlich bewundert man als junger Mensch den Spieler, der Tore schießt, ganz besonders. Ist ja keine Frage, ist heute genauso. Ein Messi, der, wenn er keine Tore schießen würde, wäre auch nur halb so beliebt, als wie er so ist. Und der gute Ronaldo kann viele Tore schießen, wird trotzdem mit Rasen beliebt sein, aber das liegt wahrscheinlich auch an der Person. Aber wie dem auch immer sei, ich habe ihn jetzt von meiner Sachkenntnis her aus meinem Job am allermeisten bewundert für seine Tätigkeit als Sportmanager. Seine unbedankte, aber ganz, ganz wichtige Funktion. Ja, ein Höhepunkt meiner Karriere hier in diesem Festsaal. Also das ist wirklich ein Abschluss einer langen Karriere, aber ich hätte mir das nie gedacht. Also wirklich, ich bin sehr stolz, hier verabschiedet zu werden. Ist auch ein bisschen Wehmut dabei, dass es vorbei ist jetzt? Nein, das ist keine Wehmut dabei, denn einfach, ich habe das Alter, dass ich jetzt wirklich in Pension gehe und das ist keine Wehmut dabei, das war geplant. Jetzt kommt nämlich eine andere Phase bei der Austria, wo viele Projekte gemacht werden und da sollen Jüngere ans Ruder kommen. Sehr wohl ein würdiger Rahmen, also ich meine, erstens einmal in diesen Räumen da im Rathausfestsaal, ist natürlich gigantisch, braucht man sich nur umschauen und natürlich auch ein verdienter Abschied, weil der Tommy in jeder Funktion, wenn man so will, bei der Austria seine absolut beste Leistung gebracht hat. Als Spieler kann ich es am besten beurteilen, als Trainer auch, weil ich unter ihm auch gespielt habe. Und ich glaube, es ist ja immer das Schwierige, wenn man, so wie die Austria jetzt im Moment dasteht, dann ist es immer schwierig, wenn du dann gehst, dass dann alles positiv ist. Ja? Aber den Job, den er jetzt gehabt hat, das war sicher der schwerste. Weil es ja nicht einfach ist und es jetzt nicht dieses Geld da ist, wo, weiß ich nicht, Bayern München einkaufen kann. Und deswegen hat er sehr gut gemacht. Ich glaube, die Austria hat eben nach der Stronach-Ära, wo viele schwarz gesehen haben, glaube ich, hat dieses Präsidium mit Tommy und mit Markus Kretschmer fantastische Arbeit geleistet. Unglaubliches auf die Beine gestellt. Und darüber hinaus auch sogar noch sportlichen Erfolg gehabt. Dieses Jahr ist natürlich fast zum Vergessen. Außer sie gewinnen noch die allerletzte Partie. Dann wird man sich eh nur das merken. Aber ja, also für den Tommy ist es schon, er hat in jeder Funktion Top-Leistung gebracht für die Austria. Und deswegen muss man ihm danken. Und da ist dieser Rahmen nur würdig und recht. Welche Erinnerungen verbinden Sie mit dem Tommy Paritz? Sehr, sehr viele, weil der Tommy Paritz mit allen Höhepunkten der Austria-Geschichte persönlich verbunden ist. Ich habe heute erzählt, dass er mir in wirklich ständiger Erinnerung ist als der beste Spieler bei einem Derby Austria gegen Rapid. Das war im Oktober 1969. Er war damals 23, der Trainer war Otzwirk.
Und der hat ihn als Mittelstürmer aufgestellt. Er war sonst immer am Flug. Und da haben wir also den Kopf geschüttelt, was ist denn da los? Und dann hat dieser Baritz aufgespielt und hat nach links und rechts die Pälle verteilt. Und es kam zu einem 6:0 Sieg der Austria. Und er hat diese Art des Spielens, des wienerischen Spiels, die ganze Zeit praktiziert und ist dann auch international sehr bekannt dadurch geworden, hat in Deutschland Furore gemacht, bei Köln und Frankfurt und dann später auch in Spanien, vor allem bei Granada. Das sind die einen Erlebnisse. Das zweite ist, dass er ein Optimist ist. Aber ein Optimist der besonderen Art. Er ist immer der Meinung, na, alles, was ich mir vornehme, wird nicht gut gehen. Aber ich weiß auf der anderen Seite, dass nicht alles, was ich vorhabe, schief gehen kann. Und diese Form des Optimismus, man muss immer wissen, alles kann nicht schief gehen, was ich mir vorstelle. Wenn auf der anderen Seite nicht alles gut geht, den brauchen wir. Den braucht jetzt die Austria in einer sehr kritischen Phase, in der sie sich gerade jetzt befindet. Ich habe schon von ihm die eine oder andere Geldstrafe bekommen, was aber okay, nicht seine Schuld war, sondern schon eher meine. Aber ich war es nur so, er war sicher einer meiner besten Trainer, die ich gehabt habe. Er war ein super Mitspieler, leider nur 2 Jahre. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich sehr böse war, dass ihm die Austria, weil die Austria hat ihm nämlich nicht damals aus Leistungsgründen zu Föst Linz abgegeben, sondern weil sie gesagt haben, er ist in die Jahre gekommen und damit ein zu teurer Spieler für die Austria. Okay, mussten wir akzeptieren, aber es war schade, weil der Tommy jedes Jahr sehr viel Gold geschossen hat. Zuerst einmal gemeinsam mit dem Pensionistensturm mit Birkner Morales. Ein unglaublicher Angriff. Und dann gemeinsam in Walter Schachner das Jahr darauf auch alles erschossen. Also mir hat es damals sehr, sehr wehgetan, dass die Austria ihm abgegeben hat. Der ehemalige Bundeskanzler Franitzky hat bei seinem Rücktritt gesagt, er hat jetzt endlich Zeit, um seinen Weinkeller zu sortieren. Was wünschst du dem Tommy Baris jetzt für die Pension? Also ich gehe mir davon aus, nachdem er Burgenlandler ist, wird er schon viele, viele Jahre seinen Weinkeller sortiert haben. Jetzt kann er es wahrscheinlich mehr mit Ruhe trinken und er kann auch wahrscheinlich viel ruhiger die Austria sich anschauen, egal wie dann letztlich das Spiel ausgeht, weil wenn du nicht wirklich in der Verantwortung stehst, ist es ja leichter, sagen wir mal so, einen Misserfolg zu ertragen. Und bei dem Erfolg, dann freut man sich gleich wie immer. Also ich weiß ganz genau, dass er nicht einen Ruhestand antreten wird. Er wird erstens einmal als glühender Fan der Austria verbunden sein. Erstens. Zweitens wird er immer gute Ratschläge erteilen. Und drittens glaube ich auch, dass er sehr viel beitragen wird, das gesellige Leben seiner Umgebung zu bereichern und jedenfalls der Garant dafür ist, dass die, die in seinem Kreis sind, nie sich einsam fühlen werden. Ich wünsche ihm, dass er einfach sein Leben jetzt ein bisschen mehr genießen kann. Er hat eine tolle Familie, viele liebe Freunde und das soll man einfach auch genießen. Der Stress eines Sportverantwortlichen bei der Wiener Austria, aber auch eines jedes Managers auf der anderen Seite ist sehr, sehr hoch. Da hat man wenig Zeit für seine Freunde, wenig Zeit für seine Familie. Das erfordert auch ein ordentliches Zeitmanagement, dass man sich das bewahrt. Und diese Zeit wünsche ich ihm. Ich wünsche ihm Zeit zum Leben. Aber irgendwie kann man sich das gar nicht vorstellen, oder? Dass er nichts mehr macht, oder? Nein, das ist eine andere Geschichte. Das hat er nicht, dass er nichts macht. Aber es ist der Druck, der Erfolgsdruck ist weg. Man kann zum Beispiel jetzt viel gescheiter reden, nicht? Weil man nicht die Verantwortung hat, das auch entsprechend umzusetzen. Aber das tut er nicht. Nein, er ist persönlich ein wirklich lieber Kerl. Ich bin davon völlig überzeugt. Er wird auch zu seinen Nachfolgern sehr lieb sein. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mich erst auf diese Situation gewöhnen. Es war einmaliges und es ist was anderes. Aber ich habe mich noch nicht mit denen abgefunden und ich werde mal sehen, wie ich das checken werde. Wir können nicht nach Hause verlängern.